Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Normal Vegan. Heute eine Sondersendung. Wir spielen weihnachtliches Bullshit-Bingo. Warum machen wir das? Weil wir festgestellt haben, dass es unheimlich viele Leute da draußen gibt, die haben jetzt eigentlich schon keine Lust mehr auf Weihnachten. Wobei, man muss mit dazu sagen, es dieses Jahr ja eine Möglichkeit gibt, die Verwandtschaft vielleicht nicht sehen zu müssen. Der Lockdown macht es möglich. Aber der eine oder andere möchte auch gar nicht zu irgendeiner Feier, weil er Angst davor hat, wieder blöde Sprüche zu bekommen oder halt einfach genervt ist. Und viele dieser Sprüche, die Klassiker, die kennen wir alle und die wollen wir heute mal ein bisschen zusammentragen. Also machen das aber heute nicht nur ich und die ganz normal, sondern ich habe mir Freundinnen und Freunde von Laufen gegen Leiden eingeladen. Mit dabei sind der Dennis, die Madeleine, die Imke, die Anne, Hanna und Malte und Jana und Dennis. Und das finde ich ganz klasse, denn das macht natürlich umso mehr Spaß, wenn wir mit mehr Leuten zusammen sind. Okay, bevor wir jetzt richtig loslegen, eine wichtige Info nochmal. Wir machen das für die Leute, für die da draußen, die vielleicht sagen, naja, mir ist so ein bisschen unwohl, wenn ich immer wieder irgendwelche Sprüche vorgesetzt bekomme oder wenn ich quasi angegriffen werde. Wir machen das nicht, um Diskussionen zu provozieren und um Unfrieden zu stiften, sondern ganz im Gegenteil, ganz egal, ob es jetzt Weihnachten ist oder ob es irgendwelche anderen Feiern sind, es soll eher ja ein bisschen harmonischer werden. Und ich kann euch nur sagen, und das wäre ein kleiner Tipp von mir, überprüft für euch, ob es sich lohnt, auf Konfrontation zu gehen. Manchmal gibt es halt auch noch einen anderen Weg. Es ist bei Diskussionen, bei Streitereien oder bei Diskussionen, die in Streit ausarten, ähnlich wie beim Krieg, meistens gibt es keinen Gewinner, sondern nur Verlierer. Gesundheit. So steht es live. So. Und ich möchte euch das an einem Beispiel erklären oder an einem Beispiel zeigen, das ich halt aus dem Coaching-Bereich kenne von verschiedenen Seminaren. Wenn es jetzt vielleicht so einen Klassiker gibt wie, aber für dein Sojaschnitzel wird der Regenwald abgeholzt, dann kann ich natürlich direkt auf Konfrontation gehen und sagen, das stimmt ja gar nicht, das ist ja alles Blödsinn, erzähl nicht so einen Quatsch. Das wird aber wahrscheinlich eher dazu führen, dass die Stimmung ein bisschen heißer wird und das Ganze sich mehr auflädt und vielleicht sogar eskaliert. Wie wäre es vielleicht mal mit einer ganz anderen Möglichkeit, mit einer Antwort wie, finde ich super. Finde ich super, dass du das sagst. Und dann einfach mal einen Moment zurücklehnen und einfach mal das dumme Gesicht genießen und dann hinterher schieben, weißt du, das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Argument höre. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich direkt ein bisschen verunsichert und habe gedacht, jetzt versuche ich schon alles richtig zu machen und jetzt muss wegen mir der Regenwald abgeholzt werden. Aber dann habe ich aktiv einfach mal zwei Worte bei Google angegeben. Sojaverbrauch und weltweit. Eine Minute später war ich auf der Seite der Albert-Schweitzer-Stiftung und habe erfahren, dass 75% des Sojas als Tierfutter genutzt werden. Plus nochmal ein großer Anteil an Biodiesel, gerade auch in der Agrarwirtschaft. So, und jetzt seid ihr wieder an einem Schneideweg. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, siehst du, du doof, hättest du dich mal vernünftig informiert, hättest jetzt nicht so eine blöde Antwort gekriegt. Aber auch das führt wieder eher zu Konfrontation. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, aber hey, ganz ehrlich, gut, dass wir darüber gesprochen haben, ich habe es ja auch nicht gewusst. Aber ich habe mich jetzt informiert und ich habe es auch nicht gewusst. Also von daher, klar, dass du so denkst, kann ich gut verstehen. Das bietet dem Gegenüber die Möglichkeit, auch relativ easy aus der Situation rauszugehen, ohne dass es unbedingt vielleicht zum Streit kommt, was ja eigentlich keiner von uns möchte. Also nur auch von der Seite immer mal gucken. Also wir wollen hier keinen aufstacheln. Aber ich weiß, jetzt kommen ein paar Fragen, die hat der ein oder andere von euch schon mal aufs Brot geschmiert bekommen. Und da möchten wir jetzt einfach mal gucken, wie man drauf reagieren kann und wie ihr. Denn ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Die meisten von euch haben natürlich schon solche Fragen und Sprüche gehört. Anne nickt, ja, wie man drauf reagieren kann.
Klassiker natürlich. Was isst du dann überhaupt noch? Ihm gelacht. Was isst du überhaupt noch? Was esse ich überhaupt noch? Ja, also ich lache deswegen, weil ich mal einen schönen Vergleich bekommen habe. Es sagte dann zu mir jemand, dann isst du ja wie ein Reh. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, so verkehrt ist das gar nicht. Ja, was isst man denn da? Die ganze Bandbreite, außer dass man eben Fleisch und Milchprodukte dazwischen haut. Sprich, alles, was man an Beilagen vorher schon gegessen hat, das kann man jetzt weiter essen. Dazu kommt noch eine ganze Bandbreite an Hülsenfrüchten, die meisten vorher wahrscheinlich nicht so auf dem Speiseplan hatten. Nüsse und Saaten, die man dann vielleicht nochmal mehr isst oder mehr ins Müsli jetzt mit einbaut, als man das vorher getan hat. Ich finde, dass die Bandbreite an Essen, also an verschiedenen Lebensmitteln, die ich jetzt mittlerweile esse, sehr viel bunter geworden ist. Dadurch, dass ich einfach dann, genau wie viele andere am Anfang, auch verunsichert war, was isst man denn jetzt eigentlich noch? Was muss ich denn jetzt auch essen? Und dann fängt man an zu gucken und dann bietet sich da eine ganz große Bandbreite an ganz vielen Früchten, Gemüsen, Hülsenfrüchten und Nüssen, Grünzeug, was man da essen kann. Und wenn ich sehe, was wir in den letzten Folgen für Beispiele an Rezepten, an Kochbüchern und an Webseiten und an Blogs aufgezeigt haben, ich glaube, im Zweifelsfall mal in die Shownotes der letzten Folgen gucken. Ich glaube, da gibt es eine riesengroße Auswahl, was man den Leuten vielleicht dann ja auch an die Hand geben kann. Oder vielleicht kann man den einen oder anderen ja auch einfach mal zum Essen einladen. Auch ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, weißt du was, was wäre, wenn ich dir ein Kochbuch gebe, du darfst entscheiden, was ich koche und das koche ich dann für dich. Auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hat noch irgendjemand? Ja, ganz kurz, also natürlich zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, das war ja schon die Profi-Variante. Ne? Als Einsteiger, Veganer, habe ich natürlich die Möglichkeit, aus dieser Bandbreite von Ersatzprodukten einfach zu schöpfen, die mittlerweile auch fast überall erhältlich sind und mittlerweile auch wirklich gut sind, dass jetzt irgendwelche veganen Schnitzel sind oder vegane Würstchen, die wirklich überall erhältlich sind. Also das kommt natürlich noch oben drauf. Also das kann ich natürlich auch eins zu eins ersetzen. Also letztendlich glaube ich, es gibt, glaube ich, fast kein Gericht, das man nicht auch in einer veganen Variante bekommen kann. Also da ist mittlerweile so viel passiert. Also das ist schon ganz gut. Aber... Ja, also wir... bei uns ist das tatsächlich so, wir haben zu Weihnachten richtig tolle Braten auch gemacht. Also man kann halt richtig geile... Ich weiß nicht, weißt du, was der letzte Braten war, den wir gegessen haben zu Weihnachten? Ja, wir haben schon mal einen Wellington gemacht. Mhm. Ne? Das ist ein Teig mit Füllung im Prinzip und ein Lentil Loaf, also ein Hackbraten. Haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ja. Und aus Linsen besteht, ne? Ja, genau. Linsen oder Bohnen, Gemüse und so weiter. Ja. Das eine war so ein Meernussbraten. Also mit 3-4 verschiedenen Nüssen irgendwie. Also man kann halt auch richtig schöne Weihnachtsgerichte zaubern von Vorspeise über zweite Vorspeise, dritte Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Und man wird definitiv satt vom Tisch aufstehen. Was ich letztens Schönes gelesen habe, ist, als Veganer darf man endlich nur Beilagen essen. Also das ist so beim Grillen, wenn man da irgendwie so ja, vielleicht nicht so geile Sachen hat, aber man hat halt einen richtig leckeren Salat, dass man dann frei einfach nur Salat essen darf. Ja, aber Dennis, nur von Salat wird man doch nicht satt. Ja, wenn man den schlecht zubereitet, wird man davon tatsächlich nicht satt. Also zu Salat gehört halt nicht nur der Eisbergsalat und das grüne Salatblatt und dann vielleicht eine Tomate drin. Man kann halt unglaublich viel da reinschnibbeln mit Nüssen, mit allem drum und dran, Hülsenfrüchten. Und wenn man dann noch ein richtig tolles Dressing zaubert, dann ist ein Salat sogar ein Hauptgericht. Kann ich nur unterstreichen. Das sehe ich genauso. Wie sieht's aus, wenn die Frage kommt, isst du auch kein Fisch? Ich meine nicht, dass ein Fisch nicht auch ein Tier wäre, aber okay, was antwortet ihr darauf? Nein, auch kein Fisch. Oder ja, auch kein Fisch. Man müsste es ja so sagen.
Ja. Also ein Fisch zappelt ja halt auch. Ne? Also ich meine, man sieht, dass der Fisch lebt, man sieht, dass der Fisch zurück möchte ins Wasser. Und ich möchte ja keinem anderen Tier oder Lebewesen an Schaden zufügen. Und da gehört halt der Fisch auch mit zu. Ne? Also deswegen, ich esse keinen Fisch. Ich denke, diese Aussage impliziert ganz häufig, dass Fische oder generell Meerestiere ganz häufig, ja, die werden nochmal so ausgegrenzt von all den anderen Tieren, die auf dem Land leben. Weil Fische sieht man so gut wie nie. Fische kann man nicht wie Schweine schreien hören, wenn einem doch mal irgendwie ein Video über den Weg läuft, wo gerade ein Schwein geschlachtet wird. Fische sind irgendwie noch so weit weg von dem, was man, oder ja, da sieht man die Grausamkeit, glaube ich, einfach nicht. Klar wird der auch aufgeschlitzt und ausgenommen, aber alles das, was irgendwie von meinem Gefühl auf jeden Fall zu einer Grausamkeit dazugehört, wie Winden, ja okay, das hast du gerade gesagt, Dennis, ne, dieses Zappeln, aber vor allem lautes Schreien und wenn ich mich so zurückerinnere an Videos, wo ich gesehen habe, wie Rinder oder Kühe geschlachtet werden und dann hat es aber auf Anhieb nicht geklappt, da gehen die Augen werden richtig aufgerissen, so panisch und ich bin jetzt weit weg von einem Zoologen, aber ich glaube nicht, dass man bei Fischen das sehen kann, so weit aufgerissene Augen, weil für mich haben die eigentlich immer weit geöffnete Augen. Also ist ganz viel dieses, was man ja irgendwie bei anderen Tieren sehen kann, so dieser Todeskampf ist bei Fischen, glaube ich, wird da gar nicht so wahrgenommen. Aber es ist halt genau so ein Lebewesen und wer sich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, sollte sich mit dem Thema Überfischung der Meere mal auseinandersetzen. Das nochmal so als Stichwort. Und wenn man da ein, zwei Fakten drauf hat, ich glaube, oder so wie viele von uns das Meer gelesen oder gehört haben, dann ja, weiß man, auf wie man da reagieren kann. Ja, oder auch das Thema Aquakultur. Ne? Das ist ja auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Die Massentierhaltung der Fischindustrie. Man kann sie ja noch nicht mehr zählen als ja. Einzelne, sondern nur noch, man misst es quasi in Tonnen. Also keine. Ja, ganz schlimm. Die da im eigenen Dreck vor sich hin vegetieren, nicht genug Sauerstoff haben und genauso wie auch die anderen Tiere in der Massentierhaltung mit Medikamenten vollgepumpt werden. Also ganz schlimm. Und genau, Malte, wie du schon sagst, weil man sie halt nicht schreien hört, gehen sie so ein bisschen unter und es ist eben nicht zu sehen. Man sieht also, es ist nicht wie ein Stall oder den Schlachthof. Das ist etwas, was so am Rande ist und das ist vermutlich auch gewollt. Ja, ich glaube, die Fragestellerin oder der Fragesteller meint es deswegen noch nicht mal irgendwie böse, sondern weil das so weit weg ist, fällt Fisch irgendwie immer noch unter das, was man ja essen könnte, weil es ja nicht so schlimm ist. Ja, ich denke mal, da muss man dann genauso wie Carsten am Anfang gesagt hat, mit ein bisschen mehr Feingefühl da natürlich dieses Thema demjenigen irgendwie beibringen, weil ich glaube, das ist einfach eher noch so weit weg vom Kopf her von den Leuten, die sich halt noch nicht so stark damit befasst haben. Wobei ich da auch glaube, es ja viele Situationen gibt, wo der Fisch mit Kopf serviert wird, was auch viele, die eigentlich Fisch essen, dann aber auch nicht haben können. Und dann halt doch lieber möchten, lieber das Filet bloß nicht in die Augen gucken müssen. Also das ist, weil da wird es dann schon wieder genauso, wie du gerade gesagt hast, da kommen wir dann wieder auf so eine eher persönliche Ebene. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch deshalb auftritt, weil es ja Vegetarier gibt, die Fisch essen. Dass ein Veganer eben auch gestellt wird, diese Frage, und was ist mit Fisch? Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Naja, bei Fisch glaubt man ja auch noch, dass es so die Fische ja auch ein tolles Leben hatten. Ne? Also dieses Thema Aquakultur, was du sagtest, Anne, das kennen ja viele einfach nicht. Die denken ja, das ist ein Tier, das hat jetzt irgendwie mehr schön gelebt und jetzt wird das da eingesammelt und getötet und das ist ja alles fast romantisch und nicht so schlimm eben. Ne? Und
Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal sowas, was viele Leute einfach im Hinterkopf haben, dass aber dieser Fang an sich, dass die auch an sich ja schon sehr grausam ist, dass sie ja über Kilometer da ihr Netz durchs Meer gezogen und geschleppt werden unter Todesqualen, das denkt man ja heute gar nicht. Also die meisten, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, wissen ja nicht, wie so ein Fisch gefischt wird. Und dann haben wir über den Beifang ja noch gar nicht gesprochen, der da ja auch bald zugrunde geht. Und das sind ja auch nochmal Tonnen an Beifang, an anderen Meereslebewesen, die da ja auch leider dann bei sterben. Das gehört nochmal dazu. Und das weiß man dann erst, wenn man sich so einmal, wie du schon sagtest, Carsten, einmal das bei Google eingegeben hat. Dann würde man das schnell rausfinden. Aber das klingt einfach immer so schön, Fisch gefangen. Und, Aber du hast es gerade eigentlich sehr schön. Madeleine? Ich antworte manchmal auch ganz sachlich, dass ich keinen Fisch esse und frage einfach, ob derjenige Hund ist. Und wenn er dann sagt, nein, sage ich einfach, warum dann eigentlich nicht? Und die Argumentation, die dann kommt, warum man kein Hund ist, die kann man im Schnitt 1:1 auch darauf übertragen, warum jemand kein Fisch ist. Also eigentlich kommen alle Argumente, die dann jemand bringt, warum man den Hund nicht essen würde, treffen dann eigentlich auch auf andere Tiere zu und genauso gut auf Fisch. Und an einzelnen Punkten hake ich dann immer nur ein und sage ja, und genau deshalb esse ich keinen Fisch. Ja, aber der Hund ist ja ein Haustier. Und das Rind und der Schwein, das sind ja Nutztiere. In Deutschland. Ja, Dennis. In Deutschland. Ja. Wir können uns ja auch anders. Ja, und wir können uns ja auch Nutzhunde halten. Also es wäre ja auch möglich, sage ich dann immer, uns Nutzhunde zu halten. Und Nutzkatzen und Nutzkinder und Nutzmenschen. Also es hat es ja in der Geschichte auch gegeben, dass man sich andere Lebewesen zu Nutzen gemacht hat. Und nur weil es immer so war, muss es ja auch nicht immer so bleiben. Es gibt ja verschiedene Formen von Ausbeutung und wir haben uns ja also auch andere Sachen zu Nutzen gemacht. Also der Begriff ist ja auch sehr willkürlich festgelegt. Das ist richtig. Und Dennis, du hast es gerade schon angesprochen, in anderen Ländern sieht es ja auch anders aus. Ja. Da gibt es dann Filet von der Katze oder vom Hund. Das ist für uns hier halt undenkbar. Ich meine, hier gerade als Katzenbesitzer, Dennis und Jana, ich will, glaube ich, nicht ansatzweise dran denken, eine Katze zu essen. Ich meine, ich bin auch ehemaliger Hundebesitzer. Nee, lass mal. Ich wollte gerade sagen, auch andere Tiere sind ja in anderen Kulturen heilig. Und da überlegen die Leute, das natürlich auch nicht zu essen. Ne? Richtig. Aber das, was wir natürlich essen, also ich, es ja nur Biotiere. Also nur vom Bauernhof direkt um die Ecke. Auch ein Klassiker. Ja, komisch, dass dann das meiste Fleisch aus der Masttierhaltung kommt, ne, aus der konventionellen. Seltsam. Ja, also ich frage nur mich immer, wer kauft das ganze Fleisch, was im Supermarkt liegt? Ja. Aber Imke, du wolltest noch was sagen? Ja, ich habe auch nur Freunde, die aus Bio und beim Fleischer um die Ecke kaufen. Und wenn man dann mal sagt, das ist ja... Also ich kenne tatsächlich ja welche, die das dann auch mal machen. Die dann aber auch sagen, Donnerwetter, das ist aber auch teuer. Ne? Also das kann sich auch mal überhaupt nicht jeder... Das geht gar nicht, dass jeder jetzt sagt, Mensch, wir kaufen diesen ganzen Krempel, den man da jetzt eben sich besorgt beim Bauern um die Ecke. Das wäre ja irgendwie... Schön, wenn das irgendwie noch ein Bewusstsein da wäre für so einen Einkauf. Aber auch die Leute, das kann mal sein, dass man einmal die Woche sich mal irgendwo was vom Bauern um die Ecke geholt hat. Aber die restlichen 7 Tage, sechs Tage die Woche, da liegt dann trotzdem der Aufschnitt aus der Plastikverpackung auf dem Frühstückstisch. Und trotzdem das Hackfleisch aus der Tiefkühltruhe. Das ist sicherlich nicht vom Bauern nebenan. Das vergessen die immer. Oder wenn man mal essen geht, da kann mir jemand sonst was erzählen und sagen, ja, ich kaufe beim Bauern nebenan. Und dann gehen die ins Restaurant, wer bestellt denn da ein vegetarisches oder veganes Essen? Da kannst du aber sagen, Mensch, das ist aber nicht vom Bauern nebenan. Ja, aber wenn man mal essen geht, muss man... Ja, also, kann man ja mal eine Ausnahme machen, Mensch. Ja, also ich glaube, das sind dann so Leute, die haben irgendwie einmal beim Bauern nebenan gekauft, sind da auch noch furchtbar stolz drauf, dass sie das Rind vielleicht noch eine Woche vorher mal geschlachtet haben. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen, sowas immer zu sagen. Oder auch nur Bio zu kaufen. Das also ich kann dazu sagen, wir Malte, als wir ja dein Projekt noch hatten und im Auto saßen, da hatten wir halt auch jemanden drin. Und ich meine, deswegen machen wir die Runde auch.
zwangsmäßig entweder beim Essen oder sonst, wenn vegane Leute im Umfeld sind, dann kommt ja dieses Thema vegan in den Vordergrund. Und also auch beim Essen jetzt, beim Weihnachtsessen würde das so sein. Und derjenige, von dem ich spreche, der hat sich halt brutal angegriffen gefühlt, obwohl wir einfach nur da waren. Also wir haben halt nicht mal das Thema angeschnitten. Mhm. Und er sagte, ja, und ich würde ja auch ganz gerne nur Bio kaufen und der Bio-Bauernhof da um die Ecke, der streichelt die Tiere tot. Und ja, ich weiß ganz genau, die Familie ist riesengroß. Das würde der halt nicht mal schaffen. Ja, also. Also ich denke, letztendlich kann man es ja auch abkürzen auf, es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, nur Fleisch von toten Tieren. Punkt. Ja. Und ich glaube, dass auch auf dem Biohof nicht der Bauer morgens in den Stall geht und zu seinen Schweinen sagt, so, wer von euch möchte denn heute getötet werden? Das passiert nicht, sondern auch da, vielleicht haben sie im Prinzip ein etwas besseres Leben gehabt. Das mag in einigen Situationen so sein, aber am Ende landen sie auf dem gleichen Schlachthof und in der gleichen Verpackung. Und das, obwohl sie deutlich älter werden könnten. Aber du hast es gerade schon mal gesagt, du hattest das Wort Ausnahme schon gesagt, auch so ein Klassiker. Ja, aber Weihnachten, kannst du da denn nicht mal eine Ausnahme machen? Wer möchte? Wie antwortet ihr? Ja, also ich kenne das zur Genüge, weil dieser Spruch von meinem Vater zum Beispiel zwischendurch auch immer kommt. Dann besorgt er ein Stück Kuchen und dann ist man da gerade mal vor Ort und dann sagt er, ja, hier, ich habe was Schönes gekauft, bla bla. Und ja, Papa, ich kann es doch nicht essen, du weißt es doch. Ach, Jana, du kannst doch mal eine Ausnahme machen. Und jedes Mal ist es derselbe Spruch. Und jedes Mal sitze ich da und denke so, nein, ey, ich mache schon seit Jahren keine Ausnahme mehr. Dann esse ich jetzt hier nicht ein Stück Kuchen mit Eiern drin. Ja, aber das, ja, dann sei doch nicht so streng. Das hat ja nichts mit Strenge zu tun, ja. Aber das verstehen halt manche Leute auch einfach nicht. Das ist ja einfach der Lebensstil und nicht, dass wir, keine Ahnung, uns selbst ja, bestrafen im Prinzip durch den Verzicht auf tierische Produkte. Das ist es ja halt nicht, ja. Aber das nehmen ja die meisten Leute so wahr, ne? Als würden wir irgendwie extra uns selbst geißeln dadurch, durch den veganen Lebensstil. Ne? Aber andererseits ist eben auch gerade Weihnachten, also wäre dann das Fest irgendwie des Friedens und der Nächstenliebe. Ich finde, genau an diesem Punkt könnten vielleicht einfach Fleischesser mal die Ausnahme machen. Also ich finde, genau da kann man sie vielleicht einfach von den Fleischessern einfordern und sagen, Mensch, Fest der Nächstenliebe gilt vielleicht Weihnachten jetzt einfach mal für alle. Und da wäre genau der richtige Zeitpunkt, das einfach mal als Fest der Friedlichkeit und die allen gegenüber mal da walten zu lassen. Guter Punkt. Also ich finde für Gäste übrigens ganz gut anzukündigen, ich habe ja auch öfter Weihnachtsgäste, auch Familie, das anzukündigen, dass es Gans gibt bei mir. Also bei mir gibt es häufig Gans zu Weihnachten. Und das heißt dann, dass ich eine Gänsepatenschaft verschenke. Die heißen dann Emarit, Erika und weiß ich nicht was. Dann gibt es Gans zu Weihnachten und das Essen ist eben was anderes. Das ist voll smart. Finde das mit der Ausnahme, generell ob jetzt zu Weihnachten oder sonst wann oder bei Omas Geburtstag oder so, dass ich bei der Ausnahme einfach auch sage, ich möchte das ja auch nicht nur, weil ich Respekt vor den Tieren habe, sondern mittlerweile finde ich das ja auch wirklich ein bisschen ekelig, jetzt mir zu überlegen, dass ich so ein Ei essen soll oder Fleisch sowieso schon mal gar nicht mehr. Ich würde das gar nicht mehr runterkriegen, ich will das überhaupt gar nicht mehr. Das hat mit Ausnahme und mit Anstellerei überhaupt nichts zu tun. Ja, da formulieren ja auch viele, genau die Formulierung so andersrum, dass sie sagen, ach, das darfst du jetzt ja gar nicht essen. Ja. Also das kenne ich immer mit dem Begriff, wo ich dann immer so sagen kann mit, ich darf das essen, ich darf essen, was ich will. Ja. Also Veganer bin, ist keine Religion, ich habe da nicht geschworen auf irgendein Parteibuch oder so.
Also es ist eine Weltanschauung und ich möchte es nicht essen. Ich könnte, wenn ich wollte, aus meinem Namen machen, so viel wie ich möchte. Ich könnte das Zeug heimlich in mich hineinstopfen. Ich möchte es nicht. Und genau. Häufig haben Leute immer das mit diesem Dürfen suggeriert. Genau, das unterstellt einem immer wieder auch indirekt, als würde man auf irgendwas verzichten müssen, weil es einem irgendjemand, genau, man muss jetzt in Askese da irgendwie vor sich hin leben und darf ein Dreiviertel nicht mehr essen, ja. Darf. Aber wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass wir natürlich etwas nicht dürfen oder dass wir vielleicht auf etwas verzichten, aber so ein bisschen Speck am Essen, nur für den Geschmack, das ist doch dann okay, oder? Kannst du dir ja raussuchen. Also, das müssen wir vielleicht erklären, denn ich spiele gerade auf eine Situation an, wo ich in einem Lokal gewesen bin und eigentlich ein Brot mit Pilzen bestellt hatte und da waren kleine Speckwürfel drauf und ich hatte vorher gesagt, bitte ohne Speck und die Bedienung sagte dann zu mir, ja, aber die können Sie ja raussuchen, zur Not helfe ich Ihnen auch. Also, ich denke mal, das lassen wir auch weg. Aber wenn wir jetzt schon so beim Essen sind und bei den leckeren Sachen sind, warum muss euer Essen denn dann aussehen wie eine Bratwurst oder wie ein Schnitzel oder wie ein Burger? Ja, aber warum müsst ihr denn euer Fleisch in den Darm reinpressen? Das verstehe ich halt auch nicht. Ja? Danke, ja. Das wächst ja auch nicht so am Baum. Nee, und das Schwein sieht auch nicht aus wie eine Wurst. Ja. Also ich wüsste auch gar nicht, wie es sonst aussehen sollte, wie ein Oktaeder oder was. Ich meine, das ist doch so, dass man es gut mit Messer und Gabel oder mit der Hand essen kann. Und deswegen muss doch die Form auch essbar sein. Ich meine, ein Schwein isst man ja auch nicht ganz. Da sind ja auch die Stücken zurechtgeschnitten, dass es zum einen nicht mehr wie Schwein aussieht. Denn wenn es das täte, würde es ja auch keiner essen. Sondern, dass es in eine Form gebracht wird, die gut verzehrbar ist. Und andererseits möchte ich halt auch was essen, was mir suggeriert, es ist eine Bratwurst. Warum nicht? Ich esse ja gerne Bratwurst, nur halt nicht vom Tier. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also ne, dieses Suggerieren. Also wir haben ja alle damals Fleisch gegessen und Wurst gegessen. Und das ist natürlich für uns auch einfach eine bekannte Form. Und das macht den Umstieg im Grunde genommen auch einfacher. Also ich esse jetzt nicht plötzlich, was du sagtest, irgendwie so ein Oktaeder, was vorher oder was dann ein Wurstersatz sein soll, weil das einfach schon so vom Kopf her, man hat sich halt einfach so an die Formen teilweise natürlich auch gewöhnt und das macht es einfacher auch für den Umstieg, würde ich mal sagen. Da gibt es auch ein tolles Lied von der Lulu Hin, das kann man ja mit aufnehmen. Singt nämlich von einem Soja-Oktaeder. Genau. Ach, sehr schön. Okay. Also ich muss dazu auch sagen, es macht halt den Umstieg leichter. Aber ob wenn wir es jetzt veganes Schnitzel nennen, ob das rechteckig oder quadratisch oder rund oder in Dreiecke ausgeschnitten ist, ist mir tatsächlich scheißegal. Das ist tatsächlich eher so eine Geschichte, wenn ich einen Burger-Patty habe, der Burger ist halt rund, das Patty sollte auch rund sein, damit es halt drauf passt. Das sollte nicht eckig sein. Und dementsprechend, wenn der Umstieg kommt, dann kauft man das Altbekannte und das macht es halt um einiges leichter. Aber im Gegensatz dazu, dass unser Essen immer nachgemacht ist, finde ich natürlich das beste Beispiel die Bärchenwurst. Ja, also diese blöde Wurst und dann grinst dich da ein toller, zufriedener Bär an. Ich glaube nicht, dass das Fleisch so abgeschnitten wurde. Ich denke, da sind wir dann auch beim Mad Eagle, beim Klassiker. Und ja, da sind wir auch so, dass wir natürlich schön auch mal ein Schwein oder ein Rind als Grafik raussuchen können. Das geht mit dem Handy ja schnell. Und dann, jetzt, wo du doch so viel Ahnung hast, zeig mir doch mal, an welcher Stelle sitzt die Salami? Ich finde, Janas Argument gerade ganz vom Anfang, dieses mit dem in den Darm pressen. Ich habe das tatsächlich meiner Gruppe neulich erklärt, die von denen genau das Argument kam. Dann habe ich gesagt, eure Wurst, die sieht ja aus wie eine Wurst, weil die ja in einen Darm
gepresst ist, ursprünglich. Mhm. Ich sage, das heißt, die Wurst, die sich so ein Fleischesser nachbaut, hat ja ursprünglich die Form von einer, Entschuldigung, Kackwurst. Ja. Das ist ja die ursprüngliche Form einer Wurst. Und nicht die Bratwurst-Wurstform, sondern die Kackwurst-Wurstform, weil sie ja aus einem Darm kommt. Ich sage, und da denk mal drüber nach. Ich sage, und du beschwerst dich jetzt, wenn ich hier so eine vegane Sojawurst habe? Also da haben die ein bisschen mit zu knapp gehabt mit diesem Argument. Ich glaube, das zählte dann tatsächlich. Da sind wir aber natürlich direkt bei einer ganz oft häufig gestellten Frage oder Commitment hier. Aber in deinem Sojaschnitzel, in deinen Produkten, weißt du eigentlich, was da alles drin ist? Ist ja voll von Zusatzstoffen. Also ich weiß, was in meinen ganzen Lebensmittel drin ist, weil ich tatsächlich recht häufig hinten die Zutatenliste studiere. Ich unterstelle das jetzt mal anderen Leuten, was die Leute, die normal die Sachen einkaufen, mit Sicherheit nicht tun. Ja, und das war, ich weiß gar nicht, es ist jetzt vor kurzem eine spannende Grafik rumgekommen. Ich weiß, Imke, kam die sogar von dir mit zwei, was war das? Ich glaube, zweimal Leberwurst. Einmal die Leberwurst, die richtige Leberwurst und einmal die vegane Leberwurst. Und in der richtigen Leberwurst waren so unendlich viele Zusatzstoffe, so unendlich viele E-Stoffe, die konnte man alle gar nicht mehr irgendwie rausschreiben und rausgoogeln, noch wusste man, was das überhaupt ist. Die Produkte werden alle gleich konserviert. Ja, also ich muss auch sagen, bevor ich mich vegan ernährt habe, habe ich nie hinten drauf geguckt, was da irgendwie jetzt explizit drin ist in den Sachen. Dadurch, dass man seine Ernährung dann umstellt, schaut man zwangsläufig immer hinten drauf. Am Anfang dauert es wirklich auch noch eine Weile, bis du alles checkst. Irgendwann hast du wirklich nur noch so einen Scannerblick, weil du im Grunde genommen nur auf die fett aufgedruckten Sachen schauen musst. Weil im Grunde genommen alles, das spricht ja auch irgendwie schon gegen den Verzehr von Milchprodukten. Und weil das ist alles fettgedruckt, weil es Allergien auslösen kann. So, aber zurück zum Thema. Dann schaut man halt viel häufiger hinten drauf und setzt sich dementsprechend viel mehr damit auseinander, was ist eigentlich in dem Produkt drin. Beziehungsweise habe ich mich auf jeden Fall auch viel mehr mit der Ernährung auseinandergesetzt, nachdem ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Da muss ich dich natürlich jetzt fragen, Malte, wenn du die Sachen durchliest, bist du auf Zusatzstoffe gekommen, wo du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und gesagt hast, nee, das kann ich jetzt nicht essen? Ja, ich habe ein wunderbares Beispiel. Moment, ich habe hier schokolierte Erdnüsse. Und ich liebe schokolierte Erdnüsse einer großen Firma, habe ich früher wirklich eingeatmet, weggeatmet. Und in einem Spanienurlaub habe ich auch welche gefunden, die dann zumindest mit Zartbitterschokolade waren. Und da stand dann ein Zusatzstoff, den ich nicht kannte. Und ich hatte mein Handy nicht mit und habe darauf vertraut, na, wird schon passen, habe es mitgenommen. Und habe dann in der Wohnung, als ich mein Handy wieder hatte, das dann mal nachgeschaut. Und der Überzug war aus Schellack. Ach, Schellack. Läuse, ja. Ne? Läuse. Die sind mit Gummi Arabicum. Aber ich beziehe das jetzt eher auf die als vegan gekennzeichneten Lebensmittel. Habt ihr da schon Stoffe gefunden, wo ihr wirklich sagt, das geht gar nicht? Was ich manchmal immer ein bisschen seltsam finde, ist, wenn ich zum Beispiel eine Milch kaufe. Es gibt ja wirklich, wenn du eine Biomilch kaufst, dann habe ich da 2 oder 3, 4 Zutaten drin. Vielleicht nochmal ein bisschen Calcium, das ist ja aus einer Alge hergestellt, ein bisschen Salz und dann war es das. Und dann gibt es aber auch Milch, wo ich dann also Stabilisator ABSY mit drin habe. Das ist mit Sicherheit auch nichts ganz Schlimmes, aber wo ich da dann zum Beispiel sage, Mensch, guck mal, da kann man ja wirklich die Bioprodukte kaufen, da habe ich dann irgendwie 5 Zutaten, die ich kenne. Da dürfen eben einfach auch nicht so viele Zusatzstoffe drin sein. Da kann man ja mal drüber stolpern. Ansonsten finde ich tatsächlich, da sind schon manchmal Zusatzstoffe drin, auch Sachen, die einfach gar nicht als vegan gelabelt worden sind. Heute hatte ich irgendwie so eine ganz fancy Paprika-irgendwas-Soße in der Hand.
da waren also ganz viele E-Aromen drin. Das habe ich dann stehen lassen, weil ich auch nicht wusste, was das war. Aber letztendlich Palmfett manchmal übrig in veganen Produkten. Also in veganen Produkten ist häufig Palmfett drin. So, was ich dann eigentlich finde, was nicht geht, weil es eben so unmöglich gewonnen wird. Und bei dem anderen sozusagen, bei diesen Zusatzstoffen würde ich manchmal also in dieser Blickrichtung unterscheiden wollen. Weil das eine ist der Blick irgendwie auf die eigene Gesundheit. Und man kann sich sehr wohl als Fleischesser auch wirklich ausgesprochen gesund ernähren. Also das Argument mit, dass das so das Vegane gesünder sei, ist stimmt per se eigentlich nicht. Wenn man sich nur von veganen Fastfood ernährt, es gibt veganen Pudding bis zum geht nicht mehr und vegane Sojaschnitzel in ständig falschem Fett gebraten und so, damit kann man sich auch wirklich äußerst ungesund ernähren, wenn man da nur gesättigte Fette hat und dagegen könnte sich auch ein Fleischesser relativ gesund ernähren, wenn er dann wirklich irgendwie Fleisch kauft, was nicht mit Antibiotikern vollgestopft ist. Aber Veganer ist man ja eigentlich, weil man erstmal den Blick auf andere hat. Nämlich irgendwie auch auf Tiere und auf das Tierwohl. Und damit kommt man manchmal so von alleine, dass die Produkte, die man da isst, irgendwie gesünder sind. Ja. Also ich bin, ja weil man eben doch nicht so viel Fertigzeug isst. Ja, und vor allem ist ja einfach das Ding, wenn du Fertigsachen kaufst, ganz ehrlich, jeder Mensch, der normal denken kann, weiß, dass Fertigprodukte nicht gesund sind meistens. Ja. Mit Sicherheit zu 95% nicht, ja. Also, und deswegen lässt sich, also finde ich einfach dieses von wegen, ja, weißt du, was da alles drin ist? Also ich weiß, dass da bestimmt eine ganze Menge Scheiße drin ist, auch in den veganen Fertigsachen. Aber deswegen kaufe ich es nicht, ne? Weil das, was du auch sagst, es ist halt einfach vielleicht mal so zum Genuss, ne? Aber ich weiß ganz genau, das ist jetzt nicht toll, was ich da in mich reinstopfe, aber schmeckt halt mal gut, ne? Und wir sind immer auch Genusswesen und deswegen ernähre ich mich nicht nur die ganze Zeit von Paprika und Kohl, keine Ahnung, sondern esse vielleicht auch mal ein veganes Schnitzel. Ne? Bin ist aber auch ein Ding auch, finde ich. Also der Aufwand, den man auf sich nimmt, selber viel zu machen, mal einen Aufstrich selber zu machen, vielleicht eine Milch selber zu machen, den nimmt man ja dann irgendwann auch mal gerne auf sich, damit man weiß, was drin ist. Ne? Ja. Also witziges Beispiel, gerade kam mir gerade von einem langen Lauf wieder, fahr beim Burger King vorbei. Ich sage nur, boah, ich habe überhaupt gerade gar keine Lust zu kochen. Fahr an einem Burger King vorbei, riesen Werbung, Plant-Based Burger. Und ich nur so, boah, normale Menschen würden hier jetzt anhalten und sich noch mal ein paar Burger holen. So, nein, ich fahre nach Hause, ich mache uns eine schöne Lauchquiche mit Räuchertofu, da wissen wir, was drin ist. Hab mir die Mühe noch auf mich genommen, nach diesem anstrengenden Lauf noch zu kochen. Natürlich war die Länge besser, ich habe den Burger nie probiert. Aber... ja, aber ich glaube, das Entscheidende dabei ist ja einfach, dass das oftmals ein Vorwurf ist von Menschen, die selber bei ihren eigenen Nahrungsmitteln nicht auf die Zutatenliste gucken, dass das Menschen sind, die kein Problem damit haben, ihren Kindern eine Süßigkeitentüte in die Hand zu geben, wo 20 E-Nummern hinten draufstehen, wo sie von nicht einer Nummer wissen, was sich dahinter verbirgt. Und damit haben sie kein Problem, aber sie wollen uns einreden, dass unser Essen aber ein großes Problem ist. Auch da gehe ich gerne in die positive Verstärkung und sage, oh super, das ist ja toll. Sag mal, wenn du da jetzt wirklich Ahnung von hast, dann sag mir doch mal, welche veganen Produkte kennst du, die welche Inhaltsstoffe haben, die welche Auswirkungen haben. Warte, ich hole mir irgendwas zum Schreiben, das erklär mir doch jetzt mal. Und dann ist Ende Gelände. Ich meine, selbst die sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wissen meist doch nicht, was sich hinter den einzelnen Sachen verbirgt. Und wenn ich jetzt irgendeine Säure habe, inwieweit die jetzt natürlich ist oder wie die gewonnen wird, wie die zusammengesetzt und was sie im Körper bewirkt, da sind die meisten, die jetzt gerade keine Chemiker sind oder Biochemiker sind, doch raus. Aber machen wir mal weiter. Was ist denn mit Milch und Käse? Warte mal kurz, ich wollte noch eine Sache kurz sagen. Dennis. Ich meine, das wurde gerade schon angeschnitten. 80% der Sachen, die wir einkaufen, die hat eine Zutat drin. Wenn wir jetzt die Paprika nehmen, was er gesagt hat, Zutat, Paprika. Zutat Grünkohl ist Grünkohl. That's it. Also ein Großteil vom Einkauf wissen wir genau, was da drin ist. Ja.
Und dann ist es ja auch immer noch so, dann macht die Dosis das Gift, wie gerade auch schon mal gesagt. Man kann nicht generell sagen, vegane Ernährung ist gesund. Klar, wenn ich nur Wodka trinke, weißen Zucker esse, weißes Mehl verbrauche, dann wird eine Ernährung daraus sicherlich nicht ideal sein. Aber die Frage ist halt immer, was steckt eigentlich hinter der Frage? Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist mit Milch und Käse? Also ohne Käse leben könnte ich ja nicht. Ja, konnte ich vorher auch nicht. Wenn dein Käse nur von, wenn dein Leben nur von Käse abhängt, dann tut es mir auch ein bisschen leid. Ja, also ich denke, der Ansatz, dass man sagt, ja, es ging mir ja auch mal nicht anders als dir jetzt gerade. Dann habe ich mich aber damit auseinandergesetzt und habe für mich entschieden, dass es mir der Genuss oder der Geschmack davon nicht wert ist, dass Tiere dafür gequält werden und sterben müssen. Das ist das eine, dass man das sagen kann. Und zum anderen hat sich die Käsealternativen, die es jetzt auf dem Markt gibt, und es ist ja nicht nur dieser klassische Scheibenkäse, sondern es gibt mittlerweile Camembert aus Cashews, der unfassbar lecker ist. Also es wird einem extrem leicht gemacht und dieses oder dieser Ausspruch, ja, ich könnte das ja nicht, weil Käse schmeckt mir so gut, gilt im Grunde genommen nicht mehr, weil es gibt echt richtig klasse Alternativen. Dennis? Also bei mir war es halt tatsächlich viel Gewohnheit. Also das, gut, das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, kann man sagen. Ja, weil ich halt jeden Morgen zum Frühstück Käse gegessen habe, brauchte ich den Käse halt auch irgendwie recht lange, bis man die Gewohnheit selber aufbricht. Ja, was bei mir tatsächlich das Ding war, einmal das Thema Lab. Also Käse ist nicht per se vegetarisch. Und was ich als zweites eigentlich noch viel schlimmer finde, ich finde ja, Vergewaltigung an sich ist ja halt auch, ist ja schon fast schlimmer, als wenn man das Tier gleich tötet. Ja, das wird ja einfach, die Kühe, damit die Milch geben, müssen halt permanent geschwängert werden. Geschwängert werden und dann werden die Kinder weggenommen und dann Milch gewonnen. Weiß ich nicht. Also Vergewaltigung ist halt auch wirklich eine richtig widerliche Sache. Ne? Ja gut, ich meine auch das Kälber wegnehmen. Auch da weiß man mittlerweile, dass die Bindung zwischen Kuh und Kalb im Prinzip sehr hoch ist. Auch das ist nicht in Ordnung. Also es ist nicht so, das wäre jetzt auch so ein Argument, was ich hier noch habe. Ja, aber wenn man die Kühe nicht melken würde, dann würden ja die Euter platzen. Ja, das Problem ist an der Sache und da muss ich auch bei Dennis ein bisschen intervenieren. Du kannst den Leuten nicht in Vergewaltigung von Kühen kommen. Das geht gar nicht, weil dann sind die gleich Brett vorm Kopf, dann geht gar nichts mehr. Ne? Weil das Ding ist einfach, dass unglaublich viele Menschen ja überhaupt nicht wissen, wie Milch gewonnen wird. Komischerweise sind wir alle mal aus unserer Mutter entsprungen, die uns ja auch ihre Muttermilch gegeben hat. Also bei Kühen ist das irgendwie anders oder was? Ne? Das wissen die Leute halt nicht. Und wenn du denen einfach mal versuchst zu erklären, hier, Milch, das funktioniert bei der Kuh genauso wie bei der Frau. Ne? Also denk mal drüber nach, wo die Milch dann herkommt. Das heißt, eine Kuh muss immer wieder ein Kind bekommen. Ja. Das wissen die Leute einfach nicht. Weil die Leute dann nie drüber nachdenken. Und deswegen musst du denen das, also sowas echt ganz behutsam erklären, weil sonst machen die sofort dich, die Menschen. Mhm. Na? Also da kannst du nicht mit so Totschlagargumenten kommen, wie mit Vergewaltigung von Kühen. Es ist halt, eigentlich ist es ja so, aber da musst du schon sanft damit umgehen, weil sonst hast du keine Chance. Ja. Außerdem steht in diesem Kreislauf ja auch gleichzeitig Kalbsschnitzel und Kalbsleberwurst. Also die Milchindustrie hat ja auch zur Folge, dass also da wieder die Fleischindustrie mit drin hängt. Also es werden Kälber produziert, die nicht alle benutzt werden für die Milchindustrie. Damit entsteht ein Kalbsschnitzel und eine Kalbsleberwurst. Also wenn ich nicht die Kalbsleberwurst essen will, um die
die niedlichen Kühe zu retten, dann kann ich auch keine Milch trinken. Ja. Ja. Der Mensch, ist das einzige Säugetier, das die Muttermilch einer anderen Spezies trinkt und das auch noch, nachdem er selbst aus dem Säuglingsalter entwachsen ist. Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Wenn man sich dennoch die Osteoporoserate anguckt in den Ländern, die einen sehr hohen Milchkonsum haben und die Laktoseintoleranz, die in den asiatischen Ländern zum Beispiel sehr hoch ausgeprägt ist, das ist ja auch, die Natur will ja eigentlich gar nicht, dass die Menschen Kuhmilch trinken. Nicht umsonst gibt es ja diese Intoleranzen. Und wenn man sich dann in den asiatischen Ländern die Osteoporoserate anguckt, die ist gleich null. Und in den Ländern, wo der Verzehr sehr hoch ist, also die skandinavischen Länder, Deutschland und auch die USA, sie sind ja erst dabei, das zu erforschen, aber die Milch, wo ja gesagt wird, Kalzium und überhaupt, und dann die Osteoporoserate dagegen sieht nicht gut aus. Ich glaube, historisch gesehen ist sozusagen so ein Milchkonsum und eben auch der Fleischkonsum schon zu erklären, weil es natürlich in so kalten Regionen auch ein wirklich super guter Energiespeicher ist. Also Milch hat einen hohen Fettanteil, liefert natürlich auch wirklich Energie und Kalorien, genauso wie Fleisch. Also Leute, die im Winter nicht an irgendwas rangekommen sind wie Getreide, haben natürlich in so einem Tier, was sie jagen konnten, auch einen super Energielieferanten gehabt. So, und nun kommt ja nur einfach dazu, wir leben eben einfach nicht mehr vor 200 und 300 Jahren. Also wir haben uns entwickelt und weiterentwickelt, unsere Produktion hat sich weiterentwickelt, wir können uns sehr wohl anders ernähren. Und deshalb, also dieses historische Argument kommt ja auch ganz häufig, dass gesagt wird, also geschichtlich ist es, und da ist schon was dran, aber wir haben eben einfach andere Möglichkeiten, unser Essen heutzutage zu produzieren. Aber historisch gesehen sind wir doch Fleischesser, oder? Was? Der Eckzähne. Ach, der Eckzähne wegen. Ja, der Eckzähne wegen, genau, das höre ich ja auch gelegentlich mal. Ne? Wir haben hier ja richtige Hauer, ja, die ganz großen Eckzähne. Die sind ja, sieht man ja, dass wir quasi, genau, anatomisch gesehen natürlich Fleischfresser sind. Sieht man, ne? Wenn man das Ganze mal vergleicht mit so einer schönen Katze, die dann richtig da solche langen Hauer im Gesicht hat, oder so eine andere Raubkatze oder so ein anderes Raubtier, da sehen wir natürlich ganz schön lächerlich gegen aus. Da sind unsere Zähne ja maximal dazu da, wie bei einem anderen großen Fleischfresser, zum Beispiel einem Pflanzenfresser, ein Gorilla oder dergleichen, einfach eine harte Schale von irgendeiner Nuss von irgendeinem Obst aufzumachen vielleicht oder ein knackiges Gemüse oder eine Möhre zu essen. Aber diese Dinger sind sicherlich keine Überbleibsel von unserer Historie als Fleischfresser an sich. Unsere Hände sind auch unheimlich geeignet, das erjagte Wild festzukrallen. Ja. Lutscht dir das alles so raus, im schlimmsten Fall. Zu den Zähnen fällt mir auf jeden Fall noch ein, es gibt auch Menschen, die nutzen ihre Zähne nicht dafür, irgendwelche Nüsse auszumachen, aber das Bier habe ich im Freundeskreis. So. Und pass auf, Bier ist nach dem deutschen Reinheitsgebot vegan. Ja. Tja. Ja. Schade, dass sich nicht alle dran halten. Und enthält B12, da ist auch ein bisschen ordentlich B12 drin. Ja, aber wie deckst du denn deinen Vitamin B12-Mangel, den du doch bestimmt bekommst, wenn du vegan bist? Mit Bier. Das wäre jetzt vielleicht ein Argument, da könnt ihr den einen oder anderen überzeugen. Also können wir dadurch jemanden zum Veganer bekommen. Also einen B12-Mangel haben ganz viele Leute, also vor allen Dingen Frauen. Also ich habe viel mehr fleischessende Frauen in meiner Bekanntschaft, die B12-Präparate zu sich nehmen müssen. Und dementsprechend ist die Rate unter vegan lebenden Leuten natürlich auch relativ hoch, die einen B12-Mangel haben. Also das hat natürlich auch andere Ursachen, aber selbst wenn man dann Präparat nimmt, um B12 also wenn das der einzige Hinderungsgrund bleibt für Leute, kein Fleisch zu essen, ist es ja ziemlich lächerlich. Also wenn ich auf Fleisch verzichten kann und nehme ein B12-Präparat, dann ist doch das alles okay. Also die Tiere kriegen ja auch ein B12 in der Massentierhaltung übrigens zugefüttert. Ich nehme ja auch nur supplementierte Präparate zu mir, weil erst hat das Tier, was ja gar nicht mehr draußen ist und das gar nicht mehr natürlich produziert,
ist ja auch zugefüttert gekriegt, dann würde man das Tier essen, darüber das B12 aufnehmen. Also dann kann ich es ja auch aufnehmen. In Form irgendeiner Tablette. Oder eben von dir. Also meine Vermutung ist ja, dass der B12-Mangel den Veganern nur aus dem Grund zugesprochen wird, weil sie ja wissen, also sie lassen ihr Blut ja sehr viel häufiger untersuchen als jemand, der alles isst. Und ich vermute, das denke ich, dass aus dem Grund der B12-Mangel uns zugesprochen wird. Ich bin der Meinung, der B12-Mangel ist viel, viel weiter verbreitet. Aber da wir es eben checken lassen und es dann auch mal auffällt, heißt das eben, wie so schön in den Schubladen immer, ja, die Veganer, die haben B12-Mangel. Also darf ich mal eben fragen, Dennis, wer von euch hat seinen B12-Spiegel schon mal ermitteln lassen? Alle. Das unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich lebe vegan, kommt der sofort an und sagt, ja, müssen wir ihren B12-Spiegel kontrollieren. Wir machen es, die anderen machen es. Aber Dennis, du wolltest noch was sagen. Ja, da bin ich ganz bei Anne. Also ich glaube, in unserem verwandten Bekanntenkreis kann mir keiner sagen, ob der B12-Spiegel im Normal liegt oder nicht liegt. Da du ja immer deine Sachen so schön formulierst, kann man da natürlich sagen, ja, ich nehme die supplementiere das. Das geht ganz einfach. Ich kenne meinen B12-Wert, der liegt in der Norm drin. Wie liegt denn dein B12-Wert? Sehr schön, ja. Absolut. Aber ich habe als weiteren Bullshit-Satz habe ich tatsächlich auch mal dazu gehört, wenn man den supplementieren muss, dann kann es ja keine ursprüngliche Form der Ernährung sein. Das musste ich mir dann auch erstmal überlegen. Ich habe gedacht, stimmt, wie kann das denn jetzt eine natürliche Ernährungsform sein, wenn man denn supplementieren muss, wenn ich es nicht über andere Sachen kriege? Ich bin dann darauf gestoßen, dass ja B12 tatsächlich ja nur von Bakterien hergestellt, die in Bächen zu finden sind, in Wasser, Flusswasser oder eben auf Pflanzen oder im Boden. Und dadurch, dass wir einfach heute sehr sauber leben, ich nicht mehr aus dem Bach trinken muss und meine Möhre vorher 7-mal gewaschen wird, bevor ich sie aus dem Supermarkt in meinen Kühlschrank lege, dass wir dadurch eben keine B12 mehr auf uns nehmen. Und das gilt eben gleichermaßen für alle anderen eben genau auch. Aber das widerlegt immer so ein bisschen dieses, oder das hat mir damals ein bisschen geholfen, wo ich dachte, ja stimmt, warum ist das denn jetzt, wie kann das jetzt sein, dass da uns theoretisch was fehlt, aber wenn man jetzt da mal ein paar Jahre zurückspult, dann würde einem da auch nichts fehlen. Es ist einfach alles ein bisschen zu sauber, was ja auch nicht das Schlimmste ist, weil man kann es ja wirklich leicht supplementieren. Aber ich behaupte auch gar nicht, dass meine Ernährung ausschließlich natürlich und gesund ist. Also ich lebe ja aus einem anderen Grund vegan und deshalb sage ich, dann nehme ich eben eine B12-Tablette und selbst wenn mir jemand sagt, die kommt aus einem Chemiekonzern, was sie dann also natürlich auch irgendwo kommt, ja, dann kommt sie eben daher. Wenn das aber sozusagen das Mittel ist, also damit ich irgendwie Fleisch essen kann, dann ist das doch völlig okay. Anne? Machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir in den Supermarkt gehen und uns das Regal mit den Nahrungsmittelergänzungen anschauen, diese Nahrungsmittelergänzungen sind ja nicht für die Handvoll Veganer gedacht, sondern für die Menschen, die sich ja eigentlich allumfassend ernähren. So. Absolut richtig. Dennis, du wolltest auch noch was dazu sagen. Ich meine, B12, noch von Ihnen nochmal anzuschließen, das wäre an sich, glaube ich, auch relativ eklig, wenn wir das essen würden. Da kommen wir nochmal auf die Kotwurst zu sprechen vom Vorhin. Das haben wir durch die Verunreinigung da und ich glaube, das möchte sich keiner antun. Da kann man wirklich besser supplementieren. Ein bisschen mal künstliches ist ja nicht schlimm. Wobei ich da vielleicht auch noch ergänzen möchte, also das werde ich unten nochmal verlinken. Also ich habe ganz am Anfang habe ich mir sehr viele Gedanken dazu gemacht, zum Thema Eisen, zum Kalzium, zum Jod, zu all den Sachen, die mir theoretisch fehlen könnten. Und da bin ich oft auf den YouTube-Kanal von Vegan ist ungesund gestoßen. Und Ayosha als Arzt erklärt das, finde ich, wunderbar. Und eigentlich zu jedem dieser Lebensstoffe, die wir denn dann benötigen, aber vielleicht nicht bekommen, gibt es eigentlich eine Sonder,
Folge und das lohnt sich also auf alle Fälle. Ja, das ist gut, stimmt. Das mal anzuschauen. Also ich muss mal dazu sagen, ich bin seit Jahrzehnten Veganer und informiere mich erst seit ein paar Jahren dazu, was ein B12-Spiegel bei mir ist und ob mir Jod fehlen könnte. Ich bin ohne YouTube aufgewachsen und ohne Bücher zum Veganismus und ich habe tatsächlich jahrzehntelang überlebt. Also ohne eine B12-Tablette. Also die gab es noch gar nicht. Und es gab auch noch kein YouTube, bei dem ich das hätte nachgoogeln können. Nicht mal, was Veganer ist. Also das Wort war kaum mal so bekannt oder so. Also auch wenn man sich nicht informiert, bringt die Ernährung, also lässt ein Jahr irgendwie gut überleben. Also ich sag mal so, irgendjemand von euch, der einen Mangel hat? Okay, also so schlimm kann diese Form der Mangelernährung nicht sein. Und wir laufen an. Und wir machen alle Sport und laufen und sitzen, hängen nicht schlaff und energielos nur vor unserem Channel hier rum. Genau, im Gegenteil. Das Schöne ist ja eigentlich, dass wir wüssten, ob wir eine Mangelernährung, einen Mangel hätten oder nicht. Das ist natürlich sehr, 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 sehr spannend. Genau, es wird halt einfach von uns viel, viel mehr drauf geachtet und kontrolliert. Aber kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Frage. Wir wollen ja noch mal ein bisschen auf die härteren Sprüche vielleicht auch kommen. Was ist denn jetzt? Wollt ihr wirklich dem Löwen verbieten, eine Gazelle zu fressen? Das ist so blöd. Entschuldigung. Jana, bitte noch mal. Du haust es immer so ehrlich drauf. Komm, sag es. Ich habe nur gesagt, du musst immer bitte darauf antworten, weil es einfach so dumm ist. Ja. Da fällt, weißt du, zu solchen Sachen, da fällt auch mir irgendwie, wenn mir das einer von Latz knallt, leider nicht gleich was Schlagfertiges ein. Nee. Ja. Okay, also. Ich hab Malte, okay. Ja, wir können ja erstmal anfangen. Löwen sind Karnivoren. Raubkatzen sind von ihrem Verdauungstrakt so ausgelegt, dass sie können sich nicht rein pflanzlich ernähren, weil sie durch einen sehr kurzen Darm, den sie haben, gar nicht die Nährstoffe aus der pflanzlichen Nahrung ziehen können. Das heißt, sie brauchen Fleisch. Punkt 1, so einfach mal biologisch erklärt. Wahrscheinlich nicht zu 100% richtig. Biologie, damals eine 4 gehabt, also nagelt mich nicht drauf fest. Aber, und ja, das ist einfach so weit weg von dem auch, mehr kann ich da schon gar nicht gefühlt irgendwie drauf antworten. Wir haben uns gestern im Stream Unser Planet angeschaut. Und daran auch gesehen, wie die Seelöwen oder die Orcas die Pinguine fressen. Das ist eben bei denen ja natürlich. Und weil sie einfach im Fleischfresser sind. Wir können uns das aussuchen. Da sind wir wieder bei den Zähnen zum Beispiel. Also ich glaube, wir sind eher bei dem Punkt, wir können uns das aussuchen. Ja. Also wir sind bei dem Punkt, dass wir so vielfältig, also wir wissen erstmal über ganz, ganz viele Sachen Bescheid. Wir haben ganz, ganz viele Variationen und können uns das selber aussuchen und wir haben halt ein Denkvermögen und wir sitzen nicht mehr in der Höhle. Ja, also ich meine, alle Entscheidungen, die ich im Supermarkt treffe, die treffe ich bewusst. Und die kann ich bewusst auch pflanzlich treffen. Und der Löwe, der da irgendwo rumläuft, der kann sich jetzt nicht bewusst oder der wird sich wahrscheinlich nicht bewusst sagen, okay, ich esse jetzt den Rasen hier vor mir oder whatever, was die halt haben, weil die gar nicht die Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ja. Und weil sie keine Lebensmittel anbauen können und weil wir auch über die Geschichte ja genau sowas entwickelt haben, uns selbst irgendwie ernähren, verpflegen zu können, anbauen zu können, ja. Macht ein Löwe eben nicht. Der Löwe steht nicht vom Supermarktregal und sagt, nehme ich dieses oder jenes, tut mir dieses gut oder vertrage ich das nicht. Und verdünste ich das jetzt? Ja. Aber denke ich, der nächste Punkt, da gibt es dann die nächste Frage, die auch gerne gestellt wird und das kann man dann gemeinsam eigentlich auch abrunden. Was wäre denn, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, also nur du und ein Huhn und sonst nichts, würdest du das Huhn essen?
Das ist so blöd. Was da passiert, ist so verschwindend gering, dass ich überhaupt keine Lust habe, damit jetzt mit mir darüber zu diskutieren. Weil ich würde auch erstmal die Insel erfragen. Also ich finde schon wichtig, sozusagen, um die Entscheidung treffen zu können, auf welcher Insel ich da bin. Ich möchte das geografisch schon eingegrenzt haben, ob es da regnet, ob es da warm ist. Ja, super. Welche Insel ist es? Gut. Okay, aber nein, was Malte schon sagt, die wahrscheinlich, das ist ja Blödsinn, diese Frage. Ne? Also darum geht es ja im Grunde nie. So, jetzt kann man das aber ganz ein bisschen weiterfassen. Dann sagst du, gut, jetzt hast du das ein kleines Fischerdörfchen in Indonesien und die leben nun wirklich nur von Fisch. Und da ist meine Antwort da aber mal quasi drauf. Also, Herr Gott, wenn wirklich diese Leute jetzt nur von dem Fisch leben, dann sei es drum. Dann überfischen die ihr Meer auch nicht und dann quälen die diese Tiere auch nicht. Und wenn die Leute alle so leben würden, dann würden wir darüber jetzt auch gar nicht sprechen. Dann würden wir Veganer ja auch gar nicht zu irgendwas sagen, aber es geht hier um die Massentierhaltung, nicht um das eine Huhn, was mit mir auf einer Insel lebt oder was dann möglicherweise gegessen wird oder whatever. Das ist ja eigentlich so der Punkt. Das wäre auch im Prinzip immer mein Ansatz, dass ich sage, weißt du was, das ist eine ganz tolle Frage und da würde ich unheimlich gerne auch mal einen ganzen Abend mit dir drüber diskutieren und wir machen das so, alle Getränke an dem Abend gehen auf meine Rechnung und dann diskutieren, den ganzen Abend philosophieren wir darüber, ja. Aber eine Sache möchte ich vorher gelöst haben und das ist die Massentierhaltung. Genau. Und wenn wir die gelöst haben, dann können wir uns gerne so einem Problem zuwenden. Dann können wir zusammen auf die Insel gehen und dann können wir zusammen auch überlegen. Und dann gucken wir mal, ob du in der Lage wärst, das Huhn zu essen. Das ist ja dann auch die Frage, ne? Vor allem, wie lange überlebe ich, wenn ich nur ein Huhn habe? Also das ist, ich glaube, dann brauche ich das auch nicht essen, weil dann. Ja. Ich kann auch einfach kuscheln. Nichtsdestotrotz gibt es sehr wohl auch Menschen, die in Verhältnissen wohnen, bei denen sie nicht die Entscheidungsfreiheit darüber haben, ob sie das Fleisch essen, den Fisch essen oder ob sie sich vegan ernähren. Also es ist natürlich auch ein Luxus, in dem wir leben, diese Entscheidungsfreiheit zu haben. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Deshalb sage ich irgendwie wirklich, so ein armer Fischer in so einem Fischerdorf hat nicht die Entscheidung wirklich. Er muss sehen, dass er seine Familie ernährt und seine Kinder ernährt mit dem, was da ist. Und also ich sage mal, eine bewusste Entscheidung treffen zu können, wie man sich ernährt und was man da macht, ist schon auch ein Entwicklungsfortschritt der Menschheit, in dem wir uns da befinden. Hm? Auf jeden Fall. Dennis, du wolltest auch noch was sagen? Ja, ich hätte eher zwei andere Probleme. Erstens, ich könnte gar kein Feuer machen, weil ich nichts dabei habe. Und zweitens, was soll ich trinken? Ich verdurste ja eh schon, bevor ich da mal gegessen habe. Was können also, wir denn? Also, mach mal durch. Aber auf die einsame Insel muss man doch ein Bier mitnehmen für das B12. Ja. Ja gut, aber jetzt können wir natürlich davon ausgehen, auf dieser einsamen Insel gibt es wahrscheinlich aber ja ein paar Pflanzen. Aber eigentlich darfst du die ja auch nicht essen, denn Pflanzen haben doch auch Gefühle. Das ist so blöd. Jetzt nochmal die Augen verdreht. Oh. Es ist nur diesen Satz. Pflanzen haben auch Gefühle. Da gibt es ja dann die klassische Frage, das Haus brennt. Du kannst jetzt retten, die Melone aus dem Kühlschrank oder die Katze, die da noch im Körbchen sitzt. Ja, das habe ich noch nicht gehört. So, da kannst du dann einfach mal zurückfragen, sagen, wen willst du jetzt mitnehmen, die Melone oder die Katze? Hörst du die Melone nicht schreien, wie sie schreit, das Haus brennt, die Melone, die wimmert? Oder die Katze? Ja, aber cool. Die Fische müssen wir auch mitnehmen. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto und plötzlich rennt ein Hund über die Straße. Überfährst du eher den Hund oder überfährst du die Rosen im Blumenbeet? Ja, selbe, ne? Same problem. Ja. Ja, und wenn dir Pflanzen wirklich am Herzen liegen, dann lieber keine Tiere essen, weil die ja eine Menge mehr Pflanzen noch essen müssen, bevor sie auf dem Teller bei uns liegen. Also von daher, eigentlich kann man das wieder zurückspielen, das Argument. Ja. Also das denke ich mir eigentlich auch immer. So, ich meine, die ganzen Tiere werden ja mit Pflanzen gefüttert. Und weiß ich nicht, dann würde ich ja die Pflanzen quälen und dann würde ich die Tiere quälen und dann wäre ich glücklich. Aber Dennis, das ist doch genau das große Problem. Du isst meinem Essen das Essen weg. Ja.
Ja, weiß ich nicht, aber du isst beim Essen auch das Essen weg, weil du die scheiß Beilagen mit. Also ich glaube, isst. Das, was das Essen, was die Tiere zu essen bekommen, möchte ich nicht essen. Ja, wahrscheinlich genau. Nicht. Ich sag dann auch immer eher, ja, also ich esse kein Sojakraftfutter, ne? Keine Ahnung. Kein Antibiotika, keine genau. Medikamente. Naja gut, aber genau genommen, wir essen Tofu, das ist ja dann auch wieder aus Soja, dann könnte man ja sagen, jetzt essen wir jetzt tatsächlich dem Essen irgendwie das Essen weg, aber vielleicht nochmal zur Aufklärung an alle, dass da irgendwie das 16-fache an Soja in eine Kuh gesteckt werden muss, um dann eben entsprechend da ein Kilo Rindfleisch, also 16 Kilo Soja müssen wir reinstecken, um ein Kilo Rindfleisch da reinzukriegen. Das gibt dann verschiedene Rechenarten für Hühner, für Schweine. Aber ich glaube, das Rind hat die schlechteste Bilanz an dieser Stelle. Und das ist eben 16:1 und das steht in keinem Verhältnis. Ne? Also dann kann ich die 16 Kilo Tofu auch gerade so essen, anstatt da eben ein Kilo Rindfleich zu essen. Und da würden wir mit Sicherheit keinem Essen das Essen weggegessen. Bitte? Da würden wir sicherlich mehr Menschen mit ernährt bekommen. So, das wäre dann definitiv. Auch nochmal, ne? Das ist ja auch häufig so ein Punkt, ne? Du kannst nicht alle die ganzen Menschen alle vegan ernähren, was sollen die alle essen? Aber damit, mit dieser Rechnung, da steht ja alles drin. Also da kann man ja ganz, ganz viel mitmachen. Da habe ich jetzt Soja, Mais ist ja auch ein großes Futtermittel und Mais wird aber auch häufig so als Kraftstoff so auch gut also, essen. Ne? Auch da kann ich jeden nur einladen, mal zu googeln, wie viel Kilo Fisch muss ich an einen Lachs verfüttern, damit ich ein Kilo Lachs bekomme. Das war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 7:1. Also 7 Kilo verfüttern, um ein Kilo rauszubekommen. Also wenn ich einem Sechsjährigen sage, pass mal auf, du gibst mir jetzt 7 Euro und ich gebe dir 1 Euro wieder, aber der ist wunderschön poliert, also ganz klasse. Da guckt der Sechsjährige dich an und sagt immer, du hast doch nicht alle Lachs. Ja. Aber ich sag mal, darf ich noch mal eben fragen, wer von euch läuft denn schon mal mehr wie 5 Kilometer? Also wer ist dazu in der Lage? Aber jetzt muss ich natürlich die eine alles entscheidende Frage stellen. Wo kriegt ihr euer Eiweiß her? Verdammt, vergessen. Oh, da wird aber schon, da wird's eng. Wo kriegt der Gorilla eigentlich sein Eiweiß her? Oh, oder das Pferd? Der Elefant, ne? Kannst du noch mal erklären, was Eiweiße sind? Der ist auch sehr gut. Der ist auch sehr gut. Den muss ich mir merken. Ja, der ist auch sehr gut. Ich habe da auch nicht so aufgepasst in der Schule, so das mit den. Was ist das eigentlich? Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gefragt. Da kannst du die Leute sofort mit entwaffnen. Super, das merke ich mir, ist geil. Das ist richtig schlau. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Googelt man einmal nach, dann weiß man, dass das 20 Aminosäuren sind und dass man auch davon nur essentiell braucht und genau. Wo man sie drin findet. Und genau. Aber fragt, kein Mensch weiß, dass Eiweiß Aminosäuren sind. Und, ja, aber ich finde es eigentlich auch wirklich schön, so wie es spontan gerade von allen Seiten gekommen ist, aus der gleichen Quelle, wo das Pferd das herkriegt, wo der Elefant das herkriegt. Ja. Wo all die Tiere es herbekommen. Dennis? Ich habe auch noch so eine gute Konterfrage, die habe ich letztes Jahr mal irgendwann gehört. Sag mir mal ein Lebensmittel ohne Eiweiß. Oh. Ach gut, ja. Da wird dann auch keine Antwort drauf bekommen, weil es keine gibt. Ich finde es dann auch immer schön, dass ich dann auch immer gefragt werde, dass ich dann auch so sage, so, warum hat denn jetzt dein Wurstbrot irgendwie mehr Eiweiß als mein Vollkornbrot mit Hummus Aufstrich. Und also mich würde schon mal interessieren, wie viel Eiweiß brauche ich nochmal am Tag? Ja, unbedingt. Ich schreibe das auch gerne, damit ich das mal überprüfen kann. Oder so. Genau. Vielleicht ein bisschen. Verbrauche ich exponentiell mehr Eiweiß, wenn ich laufen gehe? Also ich glaube, da kann man mit Gegenfragen, glaube ich, ganz gut was machen. Aber was soll denn mit all den Tieren passieren, wenn wir sie nicht essen? Ja, das ist Schrödingers Rinder, nennt sich das dann. Kennt ihr? Schrödingers Gesetz kennt ihr, ne? Die Katze, die gleichzeitig da ist und nicht da ist. Ne? Genau. Es gibt ja auch Schrödingers Rinder. Das eine Argument ist, wenn wir Fleischesser die Tiere nicht mehr essen würden, würden sie aussterben. Das ist Argument Nummer 1. Und Argument Nummer 2 ist, wenn wir die Tiere nicht essen würden, dann würden die Erde überbevölkern. Also Schrödingers Rinder sind gleichzeitig, bevölkern sie die Erde über und sterben gleichzeitig aus. Ja.
Ja, genau. Nein, aber die Antwort auf diese Frage ist natürlich, ja, die würden ja gar nicht gezüchtet werden, Punkt. So. Ja, aber wo jetzt ja ein paar Tiere gezüchtet werden, Imke, du hattest das mir erst nochmal zugespielt, wenn die ja eh getötet werden fürs Fleisch, dann ist aber Leder und Gelatine doch okay, oder? Möchte jemand, soll ich? Möchte ich verdienen als Imke. Imke, hau raus. Ja, ich finde, das ist ja eine berechtigte Frage. Also ganz viele sagen ja, Leder ist ja ein Abfallprodukt und wenn die Kuh schon tot ist, dann möge man doch bitte die Kuh ganz verwerten, damit man das nicht wegschmeißen muss. Und auch das war auch für mich damals eine Frage, wo ich überlegt habe, haben die jetzt vielleicht recht und habe das mal nachgeforscht und dann festgestellt, dass das nicht so ist und häufig einfach Kühe verwendet werden, die vielleicht tatsächlich für diese Produktion dafür produziert werden. Natürlich ist es auch ein Stück weit Abfallprodukt. Das ist auch so, genau wie die Gelatine. Gelatine wird ja häufig aus der Haut von Schweinen gemacht, aber auch aus Knochen und sonstigen Abfall. Und dann wird ja am Ende aus dieser Gelatine dann Gummibärchen gemacht und alle andere Gummisachen, die man essen kann. Ja, und die Frage ist natürlich, das ist ein Abfallprodukt. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn dieses Abfallprodukt nicht von diesen riesigen Gummibärchenherstellern abgenommen wäre, dann würde automatisch auch der Preis für Fleisch steigen. Das heißt, das Ganze, dass die Tatsache, dass sie das überhaupt abnehmen, diese Gummibärchenhersteller, das drückt natürlich den Preis ungemein, weil jetzt diese Fleischindustrie überhaupt sich gar keine Gedanken mehr machen muss. Ne? Was mache ich jetzt eigentlich mit der ganzen Gelatine? Nein, ich kann die sogar noch verkaufen. Wie toll ist das denn? Ja, und das ist natürlich nochmal so ein Punkt, einfach auch nicht die Gelatine und die Lederindustrie zu unterstützen, abgesehen davon, dass ich das auch wieder eklig finde. Ja. Warum hasst ihr Landwirte? Das habe ich noch nie gehört. Naja, die Landwirte müssen doch auch leben. Was sollen die denn machen, wenn sie jetzt keine Milch mehr produzieren, kein Fleisch mehr produzieren? Ja, weißt du nicht, können ja ganz viel Krams anbauen, ne? So Mais und was ist Kartoffeln, was es sonst noch alles gibt. Hanna schmunzelt gerade auf. Ich bin damit wahrscheinlich auch besser zurande kommen. Ich muss gerade daran denken, ich werde das mal suchen, vielleicht können wir das noch in die Shownotes packen. Und zwar habe ich letztens eine Reportage gesehen, dass jemand seinen Hof komplett umgestellt hat von tierischer Landwirtschaft auf jetzt mittlerweile biologischen Gemüselandbau und damit unfassbar gut fährt und auch mittlerweile mehrere Generationen mitarbeiten auf dem Hof und auch alle davon leben können. Das war die ARD-Doku. War eine ARD-Doku. Es gibt mehrere Beispiele. Es gibt diesen Filmbericht aus der Schweiz. Genau, mit der Hafermilch, ne? Die jetzt Hafermilch dementsprechend produzieren, die halt auch gesagt haben, wir wollen das halt nicht mehr unterstützen. Ich denke, das war natürlich jetzt wieder so ein Bullshit. Wir haben nichts gegen Landwirte, wir müssen auch essen. Wir haben was gegen eine Massentierhaltung, aber dass wir natürlich jeden unterstützen, der sagt, er möchte da umsteigen und möchte Lebensmittel produzieren, die alle essen können. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Es gibt sogar Aussteigerprogramme, tatsächlich habe ich mal auch mal irgendwo gelesen oder gehört, Aussteigerprogramme für Landwirte, die umsteigen möchten. Da kann man sich an solche Stiftungen wenden. Malte? Und das Ding ist ja auch, diese Frage suggeriert ja, dass die Landwirte die Opfer sind. Das sind sie ja nicht. Die Opfer sind die Tiere. Und wir kämpfen ja für die Tiere und nicht gegen die Landwirte. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und ich denke, letztendlich muss man auch immer so ein bisschen gucken. Alles unterliegt einer Veränderung. Du fragst heute auch nicht mehr drüber, wie viel Wagenmacher hat es bei dir im Dorf gegeben? Wie viele Telefonistinnen hat es gegeben? Alles ist eine Veränderung. Und leider ist es so, dass in der Landwirtschaft, ich glaube, eine Zeit lang da auch ein bisschen gepennt worden ist. Nicht von allen, weil es gibt Menschen, die haben diesen Umstieg ja geschafft oder machen das aktiv. In der Folge mit Vicky
wird ja im Prinzip erklärt, wie ein Landwirt ein Feld zur Verfügung stellt, damit Menschen dort ihr Gemüse anbauen können. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und von daher ist davon Hass sicherlich nicht zu sprechen. Kommen wir zur letzten Frage. Machst du jetzt echt jeden Trend mit? Ja, Inke macht den Trend auf alle Fälle mit, aber okay. Ja, müssen wir mal sagen, also der Trend macht es einem jetzt ein bisschen einfacher, ne? Also es ist ja kein Trend. Trend suggeriert ja, dass ich das jetzt in 4 Jahren nicht mehr mache, weil es dann irgendwie out ist oder so, das ist ja Quatsch. Wenn man das als Trend bezeichnen möchte, ist es schon eine Trendbewegung vielleicht. Vielleicht, es geht jetzt einfach in diese Richtung und ich finde das jetzt schon einfacher. Ich bin ja noch nicht so ewig Veganer, eher länger Vegetarier, aber dass diese Bewegung, der sich mehr und mehr Leute anschließen, durch einfach marktwirtschaftliche Prozesse jetzt auch mehr Produkte hervorrufen. Und das hat nichts mit Trend zu tun. Wenn man ja als Trend sehen möchte oder das mal ausprobieren möchte, kann er das ja mal machen. Aber ein Trend heißt ja, ich höre jetzt in 4 Monaten auf und danach probiere ich mal Paleo aus irgendwie und dann mache ich noch ein bisschen was. Also Carnivore, vielleicht versuche ich das mal nur Fleisch. Das ist ja Quatsch. Das ist ja eine Lebenseinstellung. Ich möchte den Tieren nicht schaden. Ich möchte nachhaltig versuchen, viel zu leben. Und das möchte ich beibehalten. In welcher Form immer. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also wir hatten Trend suggeriert, dass es irgendwann aufhört, aber der Veganismus ist seit Jahren auf dem steigenden Ast und da ist ja kein Ende in Sicht. Es kommen ja jährlich immer neue Zahlen raus, dass immer mehr und mehr Menschen sich vegan ernähren, sich vegan leben. Von daher ist kein Ende in Sicht. Es gibt mittlerweile viele Firmen, die umsteigen. Es gibt immer ein immer größeres Angebot. Es gibt immer mehr Restaurants. Also ich sehe es auch nicht als Trend. Wer von euch hört auf? Okay, keiner. Also ich denke, wir bleiben am Ball und wir werden euch da draußen weiter unterstützen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute Abend beim Bullshit-Bingo dabei wart. Jetzt nicht nur zu Weihnachten. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Gelegenheiten, wo solche Sprüche, wo solche Fragen kommen. Und vielleicht haben wir euch da ein Stück weit mitgeholfen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mir ist Daniel. Tschüss. Ciao.